Hallöchen aus Hamburg. Mein Name ist Katja. Ich bin Matthias. Tag. Ja, ich freue mich. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob wir uns duzen dürfen Ja, oder. klar. Okay, Immer. cool. Genau, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Rolle in die Wespe. Vielen Dank. Ich bin sehr begeistert. Ich durfte ja schon vorweg alles sehen, also vor allen Dingen auch die dritte Staffel. Und jetzt deswegen die Frage direkt. Hast du früher schon Dart gespielt? Die Antwort ist ja, aber Okay. das ist schon lange her. Es ist wirklich in meiner Jugend passiert. Es war in der Oberstufe des Gymnasiums, kurz vorm Abitur, habe ich anstatt zu lernen, meine Pausen damit verbracht, also Pausen, die länger als 5 Minuten waren, vor einem Dartbrett im sogenannten SC zu stehen, im Schülercafé. Und meine Kumpels und ich, wir haben exzessiv Killer gespielt und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden und Tage ich dort verbracht habe. Also das ist sozusagen Okay. meine Initiation für den Dartsport gewesen. Ach, wie herrlich. Und du hattest da auch schon Spaß dran, offensichtlich. Ja, also es war sozusagen so ohne zu hinterfragen, wie wichtig das ist oder was das, wie sinnlos das ist auch unter Umständen, wenn man eigentlich schon erwachsen ist mit 3 Nadeln mit Federn dran, irgendein Korkbrett zu treffen. Das hat schon eine Absurdität in sich, aber man kann ja auch Sinnlosigkeit zum absolut wichtigen Punkt ernennen. Absolut, Story of my absolut. life. Ja. Ich wollte gerade sagen, gerade als Schauspieler kann man das Ja. natürlich sehr gut, ne? Ja. Genau, was hat dich denn an der Story beziehungsweise an deiner Rolle am meisten gereizt? Gab es da irgendwas Spezielles? Vielleicht der Look? Der Look hat sich sozusagen natürlich durch die Ideen der Abteilung Kostüm ergeben, aber das Ja. war natürlich schön. Also das baut sich ja oftmals so auf. Also dann wurde was rausgegeben und gesagt, ja, das könnte doch was sein. Und dann sagt, ja gut, das ist möglich, aber was ist denn mit dem Hemd? Und dann sagt, ja, Moment, das hatte ich auch vor, aber und so weiter. Also wir waren da auf einmal in so einem Gestaltungsfieber und haben uns die Bälle hin und her geschmissen, weil das natürlich viel Spaß macht, diese Figur dann sozusagen über eine Optik zu erfinden. Also man kann ja von außen nach innen arbeiten oder man arbeitet von innen nach außen. Und in diesem Fall gab es auch wirklich den Moment zu sagen, wenn der so aussieht, aber das heißt ja dann das und so weiter. Ja. Und sozusagen man fängt an, ein Bild zu malen und malt es dann sozusagen inhaltlich mit Gedanken und Gefühlen aus. Das war eine Sache, aber es war wirklich auch sozusagen so eine Konterfigur zu spielen. Das macht viel Spaß, ja. Also die Hauptfigur ist eben unser Herr Frotzke, der die Wespe ist. Aber auf einmal kommt da ein großer Störfaktor. Und wer ist das? Also man ist erstmal so ein Black Rider, der von der Seite heranprischt. Und dann merkt man, je näher dieser Black Rider kommt, ist er doch nur 1,20 mit Hut auf einem Pony. Ja, super. Und in der Staffel, also praktisch in dieser, in der dritten Staffel, gibt es ja eine Szene, wo du unter anderem mit Eddie und der Rolle Maxi und dem Papa von euch im Pool seid. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wie dreht man so eine Szene und wie oft? Das war doch bestimmt kein One-Take, oder? Naja, also es musste ja einer sein, weil sozusagen immer wieder föhnen und Genau. trocknen und auf Anfang herstellen, das ging nicht so richtig. Also sozusagen, es gibt so diesen einen Moment, alle sind so ein bisschen aufgeregt und wenn der Aufnahmeleiter mit großer Lautsprecher sagt, wir müssen jetzt alle ganz ruhig sein, dann weiß man, dass da viel Nervosität im Raum ist. Warum? Weil natürlich sozusagen dieser eine Moment, wenn wirklich alle ins Wasser springen, dann weiß man, dann gibt es kein Halten mehr, dann geht es nur noch nach vorne. Wir waren also in unseren Bademänteln und der Kameramann war mit Schnorchel und Wasserkamera ausgestattet. Ja, Und super, ja. irgendwann ging es dann los. Irgendwann gab es auch kein Halten mehr und das noch und das noch und das noch und Saltos in den Pool. Der Pool ist sozusagen eine, ich sag mal, so eine Badewanne, die so tut, als wäre sie ein Pool. Ne? Also Ja. das Ding war wirklich sehr, sehr klein. Und man musste ziemlich genau aufpassen, dass man sich nicht den Dez anhaut an der Seite und so weiter und so weiter. Aber es hat natürlich dann viel Spaß gemacht und Ja. trotzdem war ich dann froh, am Abend einfach nicht in einen Pool zu springen, sondern in Ruhe zu duschen und zu denken, okay, das Das war's jetzt. glaube ich. Wie lange dreht man denn an so einer Szene, wenn es ein One-Taker ist?
Also die hat bestimmt eine halbe Stunde oder so gedauert. Ah, Ja. okay. Ja. Ja. Also von daher, das war schon eine interessante Geschichte. Und ja, wie gesagt, es muss halt alles stimmen irgendwie. Und deswegen muss man da ziemlich dranbleiben. Die Energie muss immer dieselbe sein. Ja. Und gab es irgendein Fauxpas, apropos, wenn es ein One-Taker in dem Fall sein musste, gab es irgendetwas, was Unvorhergesehenes passiert ist, woran du dich erinnerst, was ganz normal ist, dass sowas passiert, natürlich, ne? Nicht Ja, also immer. ich glaube, das war dann irgendwie war die Ansage, ihr zieht dann eure Bademäntel aus und dann geht's los. Und das war, nachdem man mich ins Wasser geschubst hatte mit Bademantel gleich vergessen, dann war natürlich klar, alle gehen mit Bademänteln da rein und die werden dann schwer und man hängt Ja. irgendwo rum und so weiter. Aber das sind halt so Sachen, die sind, der Zufall ist manchmal auch ein günstiger Helfer. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Und gab es denn irgendeine Szene, die für dich herausfordernd war? Also wo du halt wirklich ein bisschen auch über dich hinauswachsen konntest, durftest? Also ich hoffe, dass das in vielen Szenen der Fall war, weil das natürlich immer der Anspruch ist, das zu sagen. Also man ist vielleicht noch ein bisschen mehr als das, was geschrieben ist oder als das, was man sich vorgestellt hat durch die Gnade des Moments. Also Ja. das wäre sozusagen für mich ein wichtiger Anspruch in der Schauspielerei sowieso. Ja. Ich glaube, es gibt einfach Momente zwischen den beiden, die neben dem Lustigen auch natürlich versuchen zu beschreiben, was die eigentlich für eine Beziehung miteinander haben. Und jetzt kommt's. Es Ja. gibt einen Moment, wenn Eddie mich beim Schlafen sieht, Ja. in meinem Zimmer. Ja. Das ist jetzt nicht von meiner Seite her nicht eine großartige Leistung gewesen. Trotzdem ist das ein wichtiger Moment, weil Ja. es viel über diese Geschichte erzählt. Also manchmal kann man sogar passiv sein als Schauspieler und trotzdem viel tun in Ja. der Hoffnung, weil es natürlich sozusagen den einen Moment des Friedens gibt, den man Ja. braucht als Gegenpart zu diesem Moment des Krieges nach vorn und hinten und Eifersucht und Neid und was weiß ich und Anerkennung gegenüber Ja. den Eltern und Nicht-Anerkennung und so weiter. Das braucht man dann als Gegenstück, dass man eine Geschichte und eine Figur rund erzählen kann. Ja, absolut. Toll. Also ich finde euch beide auch total super zusammen im Ja, Zusammenspiel. das war auch wirklich eine sehr schöne Sache. Ich mag einfach Florian, ich habe schon mal mit ihm gespielt und er ist einfach so ein guter Kollege. Das macht so viel Spaß, ne? Ja. Dann geht man morgens hin und denkt, ja, also das heißt zwar jetzt Arbeit, aber letzten Endes ist das einfach auch unheimlich viel Freude, jemandem bei so einer professionellen Ausübung seines Berufes zu beobachten zu dürfen. Und ich habe mich Ja. dann auch immer sehr dicht an ihn rangestellt und zu Ja. gucken, wie er so macht. Und das war wirklich sehr toll. Ja, super. Eine letzte Frage noch, und zwar die Klopperei in Polen am Ende. Da ging es ja mit Fischen auch zu. Ja. Wie, waren das echte Fische oder war das auch alles? Teils, teils. Ich fand's scheiße. Ich esse keine Tiere und fand das richtig blöd, hab das auch gesagt. Die hatten auch ein schlechtes Gewissen und am Abend kam der Aufnahmeleiter und sagte, also wir haben eben wirklich, also die zum Werfen und so, auch wegen Glitch und was weiß ich, Ja. die waren auch wirklich dann eben Attrappe. Und die verwendet worden waren, weil besser im Bild und so weiter, die wurden alle gespendet. Das Okay. hat er mir dann extra nochmal gesagt. Die werden alle gegessen, also es wurde hier nicht nur fürs Bild irgendwie Okay. Lebensmittel umsonst verbraucht. Und das hat mich dann doch sehr ruhig schlafen lassen. Ja, das verstehe ich. Okay, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Wie schade. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuschauern zum Abschluss noch mitgeben möchtest? Also ich würde sagen, geht mal wieder Dart spielen. Es hat unsere Zeiten können soziales Zusammenleben gut gebrauchen. Und tja, man lernt da vielleicht Leute kennen, die man sonst nicht kennenlernen würde über diesen integrativen Sport, das Dartspiel. Ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank. Ja, Ja. das kann ich nur bestätigen. Dankeschön. Okay, alles Danke. Gute. Vielen Dir Dank. auch. Ciao, Bis dann. ciao. Tschüss. Ciao.